Morgen Leute, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Verschenkung, Dauerleihgabe, Gewinnspiel, wie auch immer man das nennen mag. Ich lege mich diesmal nicht fest. Es geht um das Dark Power Pro 10 von Be Quiet. Ich verlinke euch oben mal die vorletzte Reihe Gamer PC selber bauen mit dem Teil, wo es um dieses Netzteil ging, damit ihr wisst, um was es heute geht. Das könnt ihr haben, beziehungsweise einer von euch kann das haben. Ich habe hier zwar noch so eine zweite Version rumzustehen. Die muss ich aber erst noch überprüfen. Von der einen Version weiß ich, die funktioniert auf jeden Fall, hat auch keine Fehler. Deswegen ist dieses Netzteil für euch. Was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst unten reinschreiben als Kommentar, natürlich ich will, damit ich wenigstens weiß, wer daran teilnehmen möchte. Alle anderen, die es nicht haben wollen, die müssen das natürlich nicht tun. Ich würde mich allerdings auch freuen, wenn ihr das Video teilt, sodass auch andere die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Das ist also erstmal Nummer 1 ist... Hier gibt es was für euch. Wer mitmachen möchte, der kann gerne mitmachen. So, und zwei kleine Informationen noch. Ich hatte doch irgendwo, wo ist denn die Verpackung meiner Grafikkarte? Egal, ich habe die R9270X von Vertex 3D oder auch VTX 3D bekommen, beziehungsweise habe sie mir gekauft bei Case King. Und wollte euch kurz darüber informieren, man kann mit einer R9270X auch Battlefield 4 spielen und zwar ohne Ruckler, ohne dass es zu Problemen kommt. Ich finde, sie ist mit dem Lüfter jetzt ein bisschen laut. Ich gucke mal, ob sich das noch irgendwie verändert. Die Temperaturen in einer hohen Auflösung bei 1920x1080 Pixeln liegt bei maximal 70, 71 Grad Celsius. Ich denke, das ist für eine Grafikkarte noch vertretbar. Und ich gucke natürlich, wie es in nächster Zeit aussieht. Benchmarks folgen. Und nun, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, wer das Netzteil hier haben möchte, der schreibt unten am besten rein, ich will. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das gerne auch noch begründen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer auf einen Daumen nach oben. Wenn dir das Video nicht gefallen hat, dann kannst du auch gerne einen Daumen nach unten geben. Kritik ist erwünscht und ich hoffe, es kommt ein bisschen was von euch. Natürlich konstruktiv, so soll das nun mal sein. Und wir sehen uns beim nächsten Video auf Motava 10. Und wer das jetzt haben möchte, der macht einfach mit. Bis dann, ciao. Thank you.